Hallo und willkommen. Bevor wir mit dem eigentlichen Foto starten, habe ich euch noch kurz was mitzuteilen. Wie du wahrscheinlich gemerkt hast, habe ich den Namen des Formates geändert. Mir ist es leider nicht selbst aufgefallen, dass der Titel zu Missverständnis führen könnte, aber durch ein paar Nachrichten wurde dies mir mitgeteilt. Ab jetzt wird dieses Format daher Kunstbewertung heißen. Auch habe ich mir ein neues Mikrofon gesorgt. Es ist immer noch nicht das wahre, aber schon wesentlich besser als mein altes Headset. Falls sich jemand dafür interessiert, was ich benutze, ich habe alles in der Videobeschreibung verlinkt. So, das war's. Fangen wir mit dem eigentlichen Video an. Die beiden Künstler, die ich euch heute vorstelle, sind Isabelle 212002 und Katamari Lu. Mal sehen, was uns beide zu bieten haben. Fangen wir mit Isabelle 212002 an. Das erste Bild von ihr ist dieses gespenstige Bild mit ihrem OC, Alisa Unarium und dem Seed Eater. Ihr Charakter findet sich hierbei in einem Multiversum. Sie hat sogar einen eigenen Comic dazu erstellt. Und ich selbst bin auch ein großer Fan von Creepypastas und bin begeistert, dass ich schon im zweiten Video einen weiteren Fan bewerten darf. Fangen wir mit dem Seed Eater an. Durch das doch sehr dunkle Bild lässt sich nur seine Silhouette erkennen. Dafür sticht sein helles Gesicht sehr gut raus. Das recht simpel gestaltet wurde, mir persönlich würde eine mehr schädelähnliche Form besser gefallen. Aber das ist eine persönliche Präferenz. Die einzelnen Strähnen an seinem Fellkragen gefallen mir sehr gut und lassen ihn sehr wild wirken. An Alisa lässt sich erkennen, dass ein Verständnis für die Menschen an der Team vorhanden ist. Es bedarf nur etwas mehr Übung. Ihr Hals zum Beispiel wirkt sehr lang, auch sind ihre Brüste etwas zu hoch platziert. Auch die Hände, der Feind jedes Künstler, könnte man etwas besser ausarbeiten. Oder vielmehr die Daumen. Ich musste zweimal hinsehen, um zu erkennen, dass es wirklich Daumen und nicht der kleine Finger ist. Die Bäume und die Äste im Hintergrund bzw. die unscharfen im Vordergrund gefallen mir sehr gut an dem Bild. Insgesamt sind die Linien sauber ausgearbeitet und haben eine gleichmäßige Stärke für beide Charaktere. Sowohl der Hintergrund als auch der Vordergrund sind linienlos. Auf diese Weise heben sich die Charaktere und ihre Bewegung voneinander ab. Bei einem Bild wie diesem mit einer sehr ähnlichen Farbpalette für die verschiedenen Ebenen kann man diese so gut voneinander trennen. Auch gefällt mir, dass versucht wurde, das Fell des Seed Eater durch eine hellere Linie besser darzustellen. Man könnte mit dieser Methode auch ein paar Strähnen in sein Fell einarbeiten. Auch könnte man dies auch für Alisas Haare übernehmen. Die dunkle und kalte Farbpalette passt gut, um eine düstere Stimmung zu vermitteln. Mir gefallen dadurch, dass die Gesichter bzw. die Maske durch ihre helle Farbe aus dem Bild herausstrichen. Der Hintergrund könnte meiner Meinung nach etwas dunkler sein. Zusammen mit entweder helleren Linien oder einer leichten Beleuchtung von hinten könnte man die Silhouetten der beiden gut herausheben. Ich denke, durch eine stärkere Darstellung der Silhouetten würde die düstere Atmosphäre einen interessanten Touch bekommen. Die leichte Beleuchtung direkt von vorne ist gut umgesetzt und ausgearbeitet. Leider passt der helle Hintergrund und der dunkle Vordergrund nicht ganz zur Beleuchtung. Wie schon vorher gesagt, fände ich es schöner, die Silhouetten besser zu nutzen. Gerade der Seed Eater mit seinem interessanten Körperbau bietet dazu eine gute Möglichkeit. Der Koenig-Effekt, der über den gesamten liegt, gefällt mir sehr gut. Er gibt dem Bild eine interessante Textur. Die düstere Atmosphäre in diesem Bild ist gut umgesetzt und gefällt mir. Die Charaktere oder vielmehr ihre Gesichter stehen im Fokus. Sie stechen besonders durch ihre helle Farbe heraus. Während die dunklen Körper, besonders das Seed Eaters, mehr im Hintergrund verschmelzen. Wie schon gesagt, würde ich eine andere Beleuchtung wählen. Ich weiß, dass man seine Charaktere zeigen möchte, aber gerade Bilder, an denen man nicht direkt alle Details erkennen kann, können sehr gruselig wirken. Ein wirklich interessantes Bild und dazu gibt es auch einen Comic. Wer der englischen Sprache mächtig ist und auch Creepypastas mag, kann sich auf ihrer Seite ja The Eyes of Fear oder After All gerne mal einmal ansehen. Das zweite Bild von Isabelle 212002 ist dieser leuchtende Ort. Leider gibt es kaum Informationen über dieses Bild und daher bin ich mir nicht wirklich sicher, wer hier zu sehen ist. Durch die Texte nehme ich an, dass sich diese Charakter in einem Art Undertale-Multiversum befinden. Ich bin mir aber wie gesagt nicht wirklich sicher. Auch hier ist zu erkennen, dass ein Verständnis für die menschliche Anatomie vorhanden ist. Aber auch hier gibt es ein paar Stellen, die etwas mehr Aufmerksamkeit benötigen. Zum Beispiel das hintere Bein der blonden Person ist viel zu lang. Ihre Hüfte dreht sich nach hinten weg und daher sollte auch ihr linkes Bein nach hinten gezogen werden. Auch die Hände und die Platzierung der Ohren könnte etwas Überarbeitung gebrauchen. Ein Tipp von mir ist es, sich immer ein paar Referenzbilder zu nutzen. Man muss nicht immer die komplette Pose nehmen, oft reicht es, wenn man sich einzelne Teile wie die Hände heraussucht. Die klassische Oktaederform der Kristalle ist gut ausgearbeitet. Die Linien in diesem Bild sind sauber und gleichmäßig gezeichnet. Man könnte diesem Bild etwas mehr Dynamik durch gewichtete Linien geben. Die hellen Linien für die Kristalle sind eine schöne Idee, so wird der Effekt des Leuchtens noch verstärkt. Auch hier wird eine eher düstere Stimmung gerade durch die kalte und dunkle Farbpalette erzeugt. Jedoch wird diese Dunkelheit durch die hellen Kristalle unterbrochen. So ergibt sich der Eindruck eines sternbezogenen Himmels. Leider verschwindet die hintere Person durch die ähnliche Farbe im Hintergrund und die blonde Person lässt sich gut sehen. Ich persönlich finde, dass dies nicht zu dieser Stimmung in dem Bild passt. Durch eine kleine Farbanpassung an den Klamotten oder dem Hintergrund könnte man dies ändern.
Die Schatten in diesem Bild haben als Lichtquelle den Kristall, der sich in der Hand der dunklen, haarigen Person befindet. Dies wurde einheitlich umgesetzt. Leider irritieren die anderen Kristalle und die leuchtenden Punkte, die scheinbar die gleiche Lichtkraft besitzen, da alle gleich hell gemalt wurden. Um den Kristall als eine Lichtquelle beizubehalten, könnte man die anderen Kristalle etwas dunkler zeichnen. So wie die Kristalle momentan im Bild dargestellt werden, müsste jeder Kristall etwas Licht auf die Charaktere werfen. Die Idee in diesem Bild, die Kristalle als Beleuchtung zu nutzen, gefällt mir gut. Die Personen sind mittig im Bild platziert, was jetzt nicht verkehrt ist. Aber ich denke, wenn man die Person mithilfe der dritten Regel platzieren würde, könnte man den Hintergrund besser nutzen und die Atmosphäre etwas besser übermitteln. Gerade wenn man komplettes Sehen zeichnet, kann man durch die Platzierung direkter viele aus dem Bild herausholen. Im Ganzen ein schönes Bild. Man sollte die Beschreibung nicht unterschätzen. Dort kann man viele Informationen unterbringen, die man nicht immer in einem Bild unterbringen kann. Kommen wir zum zweiten Künstler für dieses Video mit dem Namen Katamariluf. Das erste Bild ist dieses Pokémon-Fanart, das für einen anderen DeviantArt-Nutzer gezeichnet wurde. Bei dem Evolimimi soll es sich zwar um einen OC handeln, doch bin ich der Meinung, dass man es nicht als OC werten kann, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Lasst uns mit der Bewertung anfangen. Die Formen der Pokémon sind nur grob ausgearbeitet und auch die Proportionen wirken plump. Aber für einen Anfänger ist das Bild ganz okay. Die Arme zum Beispiel von Wuffles oder Ruckluff sind sehr dünn geraten. Auch die Hinterläufe wirken etwas seltsam durch ihre Form. Mir persönlich gefällt sein runder Körperbau in diesem Bild. Ein süßes kleines Pummelchen. Auch hier wieder der gleiche Tipp. Legt ihr beim Zeichnen ein paar Referenzen an die Seite, so hat man es um einiges einfacher und man kann zum Beispiel Proportionen viel besser abschätzen. Sowohl der Baum auch als die Wolken haben auch eine sehr simple Form. Die Linien an sich sind gleichmäßig ausgearbeitet, aber sie sind etwas wellig. Auch hier könnte man etwas mehr Dynamik durch gewisse Linien erzeugen. Besonders stilisierte Bilder eignen sich dadurch besonders gut. Ein paar Übungen zur Linienführung könnten dir eine ruhige Rand beim Zeichnen geben. Die Farben sind sauber eingefügt und wurden von den dazugehörigen Pokémon übernommen. Auch für Mimi wurden die vorgegebenen Farben übernommen. Dass die Wiese und der Hügel unterschiedlich eingefärbt sind, ist eine schöne Idee. Die Farbpalette im Ganzen passt gut zu einem schönen sonnigen Tag. Zu diesem Punkt kann ich nicht viel sagen, da es keine Schatten und kein Licht in diesem Bild gibt. Was jetzt nicht schlimm ist? Wenn man es nicht gewohnt ist zu schattieren, sind besonders ganze Szenen schwierig, da man etwas mehr beachten muss, als wenn man einen einzelnen Charakter schattiert. Wenn du in Zukunft ein paar Bilder mit Schatten zeichnen möchtest, rate ich dir vorher an ein paar Stillleben zu üben, um ein besseres Gefühl zu bekommen, wie Schatten fallen. Am Anfang bieten sich da ganz einfache Formen wie zum Beispiel Würfel oder Kugeln an. Ich finde, es ist eine schöne Szene an einem sonnigen Tag und auch die Pokémon sehen sehr glücklich aus und scheinen Spaß zu haben. Die Pokémon sind alle direkt von der Seite und oder von vorne gezeichnet. Du könntest in deinen nächsten Bildern versuchen, durch einen anderen Winkel in der Perspektive deine Charakter noch etwas persönlicher und dynamischer zu gestalten. Auch hier bieten sich Referenzen an. Du hast ein gutes Gefühl dafür, Szenen aufzubauen und ich glaube, mit etwas Übung kannst du wirklich schöne Szenen erschaffen. Das zweite Bild von Katamariluf ist ein weiteres Fanart. Diesmal ist es Troopa Bloopa aus Super Paper Mario. Sag das dreimal schnell hintereinander. Die Form des Troopa Bloopa wurde gut übernommen. Mir gefällt sein glückliches Aussehen. Im Spiel sieht er immer so traurig und schlecht gelaunt aus. Ihn so glücklich zu sehen, ist immer eine schöne Abwechslung. Die Linien sind sauber und gleichmäßig gezeichnet, aber wie im vorigen Bild sieht man leichte Wellen in den Linien. Übung macht den Meister und gerade bei der Linienführung zeigt sich, ob man eine geübte und ruhige Hand hat. Alles ist sauber ausgemalt und bleibt in den Linien. Die Farbpalette wurde leicht abgeändert, was gerade am Panzer auffällt. Ich persönlich finde die kleine Farbänderung nicht schlimm. Man kann die Stimmung in einem Bild gerade durch die Farbpalette schnell ändern. Die etwas hellere Haut passt zu einem fröhlichen Troopa Bloopa, nur der dunkle Panzer passt meiner Meinung nach nicht ganz dazu. Er sollte auch etwas heller werden, um zur Stimmung des Bildes zu passen. Den Hintergrund auch blau zu gestalten, passt meiner Meinung nach nicht ganz so gut, da der Troopa Bloopa selbst auch blau ist und das ist doch schon ein bisschen viel blau. Man könnte ihn vielleicht einfach mit einer anderen Farbe ersetzen. So würde auch der Troopa Bloopa etwas mehr herausstechen. Und auch bis auf die Blitzlichter im Hintergrund gibt es kein Licht und auch keinen Schattenwurf. Aber das Bild funktioniert auch gut ohne Schattierung. Hier steht klar der Charakter im Fokus. Wie schon erwähnt, könnte man diesen durch eine etwas andere Farbe im Hintergrund viel stärker in den Fokus rücken. Gerade die fröhliche Ausstrahlung des Troopa Bloopa gefällt mir in diesem Bild sehr gut. Ich hoffe, du hast selbst auch weiterhin viel Spaß beim Zeichnen. So, das waren unsere zwei Künstler mit jeweils zwei Bildern für heute. Das Video zu erstellen hat leider etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Da haben wir einen Computer, der Meinung war, er funktioniert einfach nicht mehr so richtig. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt regelmäßiger, solche Art-Reviews rauszuhauen. Oder Kunstbewertungen rauszuhauen. Es macht mir echt Spaß, die Bilder zu bewerten und zu sehen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch soweit. Und wenn ihr möchtet, dass ich eure Bilder bewerte, könnt ihr mir diese in Facebook oder auf DeviantArt zuschicken. Ich verlinke beides in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, man sieht sich wieder. Einen schönen Tag noch!